So, ihr Lieben, heute möchte ich euch mal zeigen, was ihr machen könnt, wenn euch ein Strickstück zu lang geraten ist. Kommt ja immer mal wieder vor, dass ihr euch verrechnet habt, dass es euch nicht so gefällt, wie es letztendlich geworden ist, oder aber, dass es nach dem Waschen vielleicht doch ein bisschen in die Länge gezogen worden ist. Vor allen Dingen, wenn ihr dann einen Teil von unten nach oben gestrickt habt, ist das mit dem Kürzen ein bisschen schwierig, denn ihr könnt ja nicht aufribbeln von der Anschlagkante her. Das könnt ihr ja immer nur von der Abkettkante her machen. Das bedeutet oder würde ja bedeuten, ihr müsstet das komplette Strickstück bis unten wieder aufmachen und neu stricken mit entsprechend weniger Zentimetern. Dazu hat man natürlich gar keine Lust. Ich auch nicht, erst recht nicht. Und deswegen zeige ich dir jetzt, dass du das eigentlich relativ einfach auch so von unten kürzen kannst. Überlegst du dir jetzt erstmal, wie viel Zentimeter möchte ich das denn jetzt genau kürzer haben? Das hast du ja ausgemessen, als du es anhattest. Du kannst dir das dann hier mal mit einem Maschenmarkierer irgendwo markieren, damit du siehst, wo genau du ansetzen musst. Denke allerdings daran, dass du später eventuell das Bündchen, falls du eins hast, wieder dran stricken musst. Das heißt, die Länge des Bündchens musst du dann natürlich zusätzlich einrechnen, weil die kommt anschließend wieder dran. Aber das kriegst du schon hin. Hier geht es jetzt erstmal um die Praxis. Was du jetzt brauchst, ist einmal die Stricknadel, mit der du das Teil gestrickt hast. Habe ich jetzt mal eine 4,0er Nadel genommen. Die brauchst du dabei, leg es aber erstmal beiseite, denn zunächst kommt eine andere Stricknadel ins Spiel, und zwar eine möglichst feine, so fein wie es eben geht. Mit der nimmst du nämlich nachher Maschen auf, das geht einfacher, wenn die kleiner ist als die zuvor angewendete. Ich habe jetzt hier mal eine 3,0er Nadel, und zu guter Letzt brauchst du eine Schere, möglichst spitz vorne, weil wir werden gleich ein Loch in unser Strickstück schneiden. Haben wir aber gar kein Problem mit. So, wo fangen wir jetzt also an? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir, ich sag mal, hier an dieser Stelle kürzen wollten. So, jetzt nehmen wir diese dünne Nadel und gehen einfach in jede einzelne Masche, bei der ersten angefangen, von hinten nach vorne in die Masche rein. So. Das machst du hier mit der nächsten wieder von hinten nach vorne, und zwar immer ins rechte Teil der Masche, also auf die rechte Seite der Masche. Von hinten nach vorne. Immer nur eine halbe Masche nehmen. Ne? Also nicht hier so, dann habt ihr ja die Masche nicht auf der Nadel. Die Masche habt ihr auf der Nadel, wenn du von hinten nach vorne in das erste oder in das rechte Maschenglied gehst. So, nochmal, du gehst in das erste Maschenglied von hinten nach vorne. Das linke überspringst du, gehst in die nächste Masche, nimmst das rechte Teil von hinten nach vorne wieder auf die Nadel und wieder, das geht, wenn du eine dünne Nadel nimmst, relativ schnell. Zack, zack, zack. Das machst du dann jetzt mal so lange durch, bis du hinten am Ende des Strickstücks angelangt bist. So, ich habe jetzt schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Und nehme jetzt hier die letzten beiden Maschen, inklusive der Randmasche natürlich, auch auf die Nadel. So, ich habe jetzt alle Maschen in einer Reihe auf der Nadel. Das ist später die Sicherheit für mich, dass wenn ich da ein Loch reinschneide an der richtigen Stelle, das zeige ich euch gleich noch, dass die Maschen nicht laufen, sondern schön schon mal auf der Nadel sind und ich eigentlich gleich einfach weiter stricken kann. Jetzt ziehe ich das Ganze mal so durch, dass wirklich die Maschen nur noch auf dem Seil liegen. Das macht es ein bisschen flexibler hier. So, jetzt bitte unbedingt darauf achten, wenn wir jetzt gleich schneiden. Das ist der obere Teil und den möchte ich auf der Nadel behalten, weil da stricke ich gleich eventuell das Bündchen wieder dran. So, das heißt, wenn ich jetzt schneide, unbedingt unterhalb des Seils, auf dem sich die Maschen befinden, schneiden, nicht darüber. Dann fallen euch alle Maschen runter, weil dann befinden sich
befindet sich das Seil auf der falschen Seite, dann habt ihr die Maschen gesichert, von dem Teil, was sowieso nachher wegkommt. Also unbedingt unterhalb dieses Seils schneiden. Das machen wir jetzt auch mal und dann wirst du sehen, es ist weder besonders mutig noch besonders kompliziert. So, du fängst an der rechten Seite an und nimmst jetzt unterhalb einer Masche, ziemlich am Rand, es muss gar nicht genau am Rand sein, unterhalb der Masche, die auf der Nadel ist, gehst du mit der Schere wieder von unten, oder den rechten Teil einer Masche nimmst du, nur den rechten Teil, von unten nach oben auf die Schere und schneidest das Ganze durch. Jetzt haben wir hier ein Loch reingeschnitten, siehst du hier ganz gut, da ist ein Loch drin. Ist aber völlig egal, weil das brauchen wir nicht mehr. So, jetzt nimmst du deine Stricknadel oder eine Stopfnadel, irgendetwas Spitzes und entfernst jetzt hier, gehst jetzt hin und machst zunächst mal die Maschen auf der rechten Seite, die machst du jetzt mal frei. So, das machst du, indem du unterhalb dieser Masche, die du auf der Nadel hast, einfach immer zupfst. Das kann jetzt hier, je nachdem, was du für eine Randmasche gemacht hast, kann das schon mal ein bisschen Frickelei sein. Folge einfach immer dem Faden. Guck, wo läuft der lang? Zieh mal dran, dann siehst du, aha, da ist er. So, jetzt zuppelst du da den raus. Jetzt geht der hier oben weiter. So, ich zippel den da raus. Sieht jetzt nicht so schön aus. Wahrscheinlich habe ich da beim Stricken schon Murks gemacht. Nicht richtig aufgepasst. So, gucken wir mal. Ja, der legt sich jetzt hier so ein bisschen über die Nadel. Das macht aber nichts. Ziehe ich da mal eben raus. So, einfach immer dem Faden folgen. So, und schon haben wir es. Du siehst, die ist jetzt gesichert. Die zweite ist auch schon gesichert. So, jetzt könnten wir natürlich hingehen und das Ganze auf der linken Seite bis zum Schluss auch so machen. Immer die Masche fassen hier unterhalb der festgemachten, ziehen, da ist der lose Faden, mit dem Faden immer folgen. So, das hat jetzt allerdings den großen Nachteil, dass der nach links hin immer länger wird. Klar, je mehr ich hier zuppel, desto länger wird der und irgendwann wird es dann lästig. Deswegen gehe ich immer hin und mache Folgendes. Ich nehme jetzt das ganze Teil, ich nehme diesen Faden, das Strickstück, und jetzt ziehe ich einfach an diesem Faden. Ich kräusel das hier sozusagen komplett auf, das ganze Teil. So, ziehe immer weiter, so weit wie es geht. So, ist auch nicht schlimm, wenn der Faden abreißt. Ziehen wir erstmal, smoken wir jetzt hier hoch. Das ganze Teil, das ganze Strickteil. Immer ziehen. So, hier am Rand ist es noch viel zu locker. Es ist je nach Garn manchmal ein bisschen schwierig, ne? Müsst ihr ein bisschen ziehen und wenn es nicht ganz bis zum Ende geht, ist das auch nicht schlimm. So, ich habe das jetzt hier mal so gekräuselt und jetzt schneide ich den Faden hier einfach ab. So, das ganze Stück hier brauche ich schon mal nicht da durchzufuddeln. Und jetzt zieht ihr das Ganze einfach wieder gerade. So, und ihr seht, es löst sich das automatisch hier unten ab. So, ziehen, zuppeln. Das geht natürlich so lange gut, bis es wieder einigermaßen glatt ist, was aber auch richtig ist. So, ruckzuck. Das hier unten, das kann sich ja ruhig auflösen. Das ist ja völlig egal, das brauchen wir ja nachher gar nicht mehr. So, jetzt ist es relativ glatt. Jetzt suche ich mal wieder hier den Anfangsfaden. Und jetzt guckt bitte, von da bis da ist es nicht mehr lang. Da könntet ihr jetzt wieder ziehen und abschneiden, aber vorsichtig. Dieser Faden ist nachher hier sozusagen der Faden am reinen Anfang. Wenn der zu kurz ist, kriegt ihr den hier nicht mehr vernäht, weil der wird hier an dem übrig gebliebenen Teil, also an eurem Kleidungsstück bleiben. Nicht hier unten, der fällt nicht weg. Deswegen gehe ich jetzt lieber hin und gehe hier wieder normal vor
und zuppel das Ganze einzeln raus. Das geht dir jetzt hier so auf den letzten Zentimetern relativ schnell. So, geht da einfach hin und zieht es immer wieder raus, raus, raus. Ich habe jetzt hier natürlich den falschen erwischt. Auch klar, hier oben ist er. So, so. Immer gucken, wo läuft er lang. Zieht ruhig ein bisschen. Es kann ja nichts passieren. Es ist alles, ihr seht, alle Maschen sind jetzt schon sicher auf der Nadel. Und gleich kann weiter gestrickt werden. Also jetzt macht ihr das hier mal bis zum reinen Ende. Also ich finde, so lang sollte so ein Faden schon sein, um ihn nachher noch vernähen zu können. So, auch da bin ich jetzt am Ende angekommen und folge diesem Faden auch hier wieder durch die Randmasche. Die verlaufen manchmal ein bisschen kompliziert, sind aber eigentlich recht gut zu verfolgen. Der geht jetzt hier lang. Kontrollieren. Da ist er. So, jetzt ziehe ich das noch durch dieses Teil durch und voilà. Ich habe alle Maschen ordentlich auf meiner Nadel, wenn auch viel zu dünne Nadel. Das macht aber in dem Fall nichts. Die Maschen waren ja schon geformt durch die richtige Nadel. Die sind ja schon gestrickt. Diese Nadel dient nur dazu, das Ganze festzuhalten. Und eine dünne nehmen wir, weil die einfach viel leichter durchzufädeln ist, als wenn ihr die gleiche Maschenstärke, Nadelstärke nehmt. So. Das heißt, das ist jetzt unser oberes Teil. Das bleibt, wie es ist. Das kann jetzt auch 60, 100, 120 cm lang sein. Da braucht ihr gar nicht dran. Ihr habt jetzt die untere erste Reihe des Strickstücks. Die habt ihr jetzt wieder auf der Nadel. So, jetzt einfach das Ganze umdrehen. Und nun könnt ihr hier einfach das Bündchen wieder dran stricken. Das lasst ihr, fangt hier ein neues Knäuel an, aber den könnt ihr nachher, seht ihr schon, ist lang genug, könnt ihr wunderbar vernähen. Und dann nehmt ihr entweder das Stück, was ihr abgemacht habt, könnt es wieder aufribbeln oder ihr habt noch was übrig und strickt einfach die vier Reihen Bündchen wieder dran, die ihr mit dem überflüssigen Teil abgetrennt habt. Dann wird abgekettet und das Teil ist simpel, einfach und effektiv gekürzt, ohne dass ihr das ganze Strickteil wieder aufmachen müsst.